Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute senden wir Ihnen alle 24 Stunden die neuesten Nachrichten. Gute Nachrichten für das Poppublikum in Deutschland und der ganzen Welt. Hier sind die neuesten Nachrichten des beliebten Senders. Beatrice Egli und Helene Fischer sind schwanger. Beide sind Kinder von Florian Silbereisen. Abonnieren Sie den Kanal, um über die neuesten Nachrichten auf dem Laufenden zu bleiben. Bitte kommentieren Sie, damit wir die Qualität der Videoinhalte verbessern können. Sie haben mich falsch verstanden. Beatrice Egli und Helene Fischer haben ihre Schwangerschaft offiziell auf ihrer Website bekannt gegeben. Vielleicht möchten Beatrice Egli und Helene Fischer einen natürlichen Look ausstrahlen. Das Bild der drei zusammen hat viele Fans glücklich gemacht. Dies ist wahrscheinlich das erste gemeinsame Foto auf meinem künstlerischen Weg. Voraussichtlich werden Beatrice Egli und Helene Fischer im März 2022 geboren. Beide werden im selben Monat geboren. Das Publikum war sehr überrascht, als es diese Informationen hörte, weil es unmöglich war. Aber alles kann schief gehen, Jungs. Nachdem Florian Silbereisen erfuhr, dass Beatrice Egli und Helene schwanger waren, fühlte er sich sehr glücklich und liebte das Leben. Erwartet, dass die beiden PopsängerInnen im Februar 2022 geboren werden. Wenn drei Personen gleich sind und sich das gleiche Haus teilen, was passiert? Dies wird die Familie mit der größten Fangemeinde des Landes sein. Auch Beatrice Egli freut sich sehr, wenn wir zu dritt in der gleichen Familie leben und wie in den Tagen der Liebe von Florian Silbereisen betreut werden können. Florian Silbereisen. Wir freuen uns sehr, diese Nachricht heute zu hören. Zum ersten Mal in der Geschichte haben zwei berühmte Popsänger denselben Favoriten. Helene Fischer gab bekannt, dass sie im sechsten Monat schwanger ist und erzählte dem berühmten Sender glücklich, dass es die Schwangerschaft meiner Ex war. Nach der Trennung habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Ich bin überrascht, aber ich bin glücklich, weil ich eine Mutter bin. Zwei Personen sind mit dem Kind von Florian Silbereisen schwanger. Teilte mit Erfolgskanal Beatrice Egli war darüber überrascht. Beatrice Egli glaubt nicht, dass sie so glücklich sein kann, dass die Zukunft zusammen sein kann, damit sie Glück haben können. Was auch immer wir tun, wir sind zusammen hier. Die Wahrheit kann viele Menschen traurig machen. Aber Helene Fischer wird es im zweiten Teil mit allen Teilen bitte alles anschauen. Vielen Dank an alle fürs Zuschauen. Wir freuen uns sehr über diese Nachricht. Wir sind sehr aufgeregt über diese Nachricht. Bitte hinterlassen Sie unten einen Kommentar, damit wir den Inhalt verbessern können. Wünsche dir Momente der Entspannung und des Spaßes. Wir sehen uns morgen in den neuesten Nachrichten.